Hallo und herzlich willkommen bei Scharpinator.de, dem Versandhandel von Messerschleifgeräten wie dem Kadett Pro und natürlich Messerschleifzubehör. Und in dem heutigen Video möchten wir Folgendes machen. Ich bekomme oft Fragen zugeschickt oder auch Anrufe. Ja, ihr könnt gerne, meine Nummer ist ja im Shop angegeben, könnt gerne mich kontaktieren. Und oft wird gefragt, kann ich das und das Messer damit schleifen? Oder ich möchte das und das Messer mit dem und dem Winkel schleifen. Und dann oft bekomme ich ein Messer genannt. Tut mir leid, ich habe nicht alle Messer zu Hause, dass ich das immer ausprobieren kann. Und in diesem Video möchten wir einfach nur schauen, was kann ich mit dem Kadett schleifen, beziehungsweise welches Messer mit welchen Winkeln kann ich schleifen. Dafür brauchen wir natürlich unseren Kadett. Da ist er. Und ich habe hier unterschiedliche Messer, die wir einfach nur einspannen und dann schauen wir mal, was der minimale und was der maximale Winkel bei so einem Messer ist. Wenn du das schaust und den Link zugeschickt bekommen hast, dann liegt es daran, weil du genau diese Frage gestellt hast und ich einfach nur auf dieses Video verweise. Also das Erste, das sind diese typischen billigen, und damit meine ich jetzt nicht wertig, sondern einfach vom Preis her, diesen billigen Kartoffelmesser. Dieses jetzt von AMC. Ist aber, glaube ich, genau die gleiche Qualität. Wichtig ist, die sind oft kurz, ja, und haben halt eine Klinge, und das messen wir jetzt mal nach, oder Klingenhöhe von knapp 16 mm. 16 mm. Und die Länge der Klinge ist ja, knapp 80 mm, je nachdem, wo man misst, hier. Knapp 80 mm und das wollen wir jetzt mal schauen, wie wir das eingespannt bekommen. Wichtig ist ja, ich spanne das Messer so ein, dass das Messer zwar fix drin steht, aber so weit wie möglich rauskommt, damit ich hier beim Schleifen nicht an die Klemmen komme. Ja? Und bei dem Messer ist es jetzt so, wenn ich das sogar fest einschleife, hier sollte das gut funktionieren, wobei das sehr, sehr grenzwertig ist. Ich würde sogar bei diesem Messer, wenn ich das schleifen würde, würde ich die Klemme lösen und rausnehmen und hier reinstellen. Das ist nicht ganz optimal, weil ich nicht genau mittig schleife, sondern leicht schräg. Es gibt ein Zubehör, so ein L-Adapter von TSProf, haben wir leider noch nicht im Shop. Wir sind dabei, die zu bestellen und ich hoffe, dass die jetzt, wenn das Video rauskommt oder in ein paar Tagen, dass dann dieser L-Adapter verfügbar ist. Was der L-Adapter macht, der wird hier platziert und dann geht man noch weiter nach innen. Ja? Dabei ändert sich aber der Winkel oder die Spannweite der Winkel ändert sich. Ich werde gleich drauf eingehen. Auch wenn ich den Adapter nicht habe, trotzdem kann ich euch sagen, welche Winkel der haben wird. Also spannen wir das Messer ein. Einmal zudrehen. Das Messer sitzt feste. Wir erkennen das daran, dass, schaut mal, also die ganze Plattform arbeitet jetzt hier. Das ist, liegt daran, dass der Tisch nicht ganz eben ist, aber das Messer sitzt. Wir nehmen einen Stein. Ich hatte euch ja die schon gezeigt gehabt. Unsere neu im Shop, unsere CBN-Steine oder die CBN ist gleichwertig, sogar ein bisschen härter als Diamant. Aber sie sind etwas besser dahingehend, die sind nicht so scharfkantig wie Diamant. Gut, also, dann schauen wir mal, was wir hier für einen Winkel hinbekommen werden. Ja? Also was ich natürlich vergessen habe, vergesse ich jedes Mal, aber so wichtig das zu machen, ist der Dickenausgleich. Zack, einmal hingestellt, damit, wenn ich das nächste Mal was anderes schleife oder einen anderen Stein benutze oder zumindest beim Stropping, also beim Entgraten mit Holz, dass ich den Ausgleich habe. Eingestellt haben wir es, ja. Ich habe immer geschaut, dass ich da durchschauen kann zwischen Stein und der Klemme. So, einmal nochmal nullen, dass ihr das seht. So, upsala. Null. Und jetzt, wenn wir es draufstellen, ihr seht 17 Grad, 17,3 Grad. Das heißt, der minimale Winkel, den ich mit diesem Setup erreichen kann, bei diesen Messern, ist 17,3 Grad. Also viel spitzer bräuchte man diese Messer ja auch nicht. Aber ja,
Man könnte jetzt schauen, ob man nicht noch ein Zehntel oder 2-3 mm das Messer weiter nach außen gibt. Ist nicht so ganz optimal. Was wir machen, ist in dem Setup noch den maximal stumpfen Winkel zu nehmen. Das heißt, wie stumpf? Ich glaube nicht, dass es irgendwie Sinn macht, aber was haben wir hier? 29 Grad. Ja? Also zwischen 17 und 29 Grad kann ich mit diesem Setup solche kleinen Messer schleifen. Was ich euch zeigen wollte, ist Folgendes. Das sind die Standardklemmen vom Kadett oder Kadett Pro. Das sind die Standardklemmen vom K03. Und die K03-Klemmen sind genau 20 mm, also 2 cm länger. Das heißt, wenn ich jetzt den Winkel spitzer haben möchte, nehme ich einfach die hier. Ich baue es ein und dann machen wir weiter. Also, ich habe es jetzt umgebaut. Und zwar habe ich jetzt in dem Fall jetzt nur eine Klemme drin. Man hätte jetzt auch eine zweite reinmachen können. Es geht ja uns ja aber auch nur um den Winkel. Also wegen der Stabilität her würde ich schon eine zweite Klemme benutzen. Aber jetzt, um zu schauen, welchen Winkel wir hier hinbekommen. So, genullt. Und jetzt, wenn wir das hier, zack, hier draufstellen, haben wir einen Winkel von 13,6. Eben hatten wir 17, noch was. Also kann ich gerade 4 Grad rausholen, wenn ich die Standardklemme vom K03 nehme. Gibt es bei uns im Shop. Man kann die auch einzeln kaufen. Wir haben jetzt hier die Filetklemmen. Worin unterscheiden sich die Filetklemmen? Die sind gleich lang, das seht ihr hier. Was wir sehen, das ist die Standardklemme und das hier im Vergleich die Filetklemme. Die Standardklemme geht erstmal einigermaßen parallel und danach erst im letzten Moment wird es hier schräg und bei der Filetklemme ist ab hier ungefähr geht es dann schräg. Das heißt, ein spitzerer Winkel ist möglich, aber ihr seht auch hier, die Standardklemme ist natürlich viel stabiler als die Filetklemme. Deswegen heißt sie auch Filetklemme und mit der Filetklemme kann ich glaube, das ist das Maximum, kann ich maximal 4 mm Messer einspannen und bei der Standardklemme, wenn ich die aufmache, kann ich Messer bis 6,87 mm einspannen. Ja? Filet halt, ja. Wir spannen es ein und dann geht es weiter. Filetklemme ist drin und was zu beachten ist bei den Filetklemmen, unser 4 mm Schlüssel oder Schraubendreher passt nicht. Da brauchen wir 2,5 mm. Auch da sind wir etwas filigraner unterwegs. Messer ist eingespannt, draufgestellt. Schauen wir mal, dass wir das Ganze... Ups. So, zack. Einmal nullen, ist genullt. Und wenn wir jetzt das hier draufstellen... Ups. Vielleicht sollten wir mal so machen, so. Sehen wir, dass wir knapp 11 Grad haben. Wir sehen, mit der Filetklemme hole ich nochmal 2 Grad raus. Also grob gesagt, wenn wir uns dieses Messer anschauen, das messen wir mal kurz nach, jetzt 1 cm Überstand hat, ja, und das ist eigentlich das Entscheidende, der Überstand ist immer entscheidend. 1 cm Überstand, Minimum ist 17 Grad, 17,4 oder so. Wenn ich dann die K03-Klemmen benutze, haben wir 4 Grad gespart, dann waren wir bei 13. Und bei der Klemme hier mit der Filetklemme haben wir unsere 11 Grad, nochmal 2 Grad. Die Filetklemme und die K03-Klemme, die ist ja wirklich entscheidend bei Messern, die so schmal sind. Oder wie das hier zum Beispiel, ja, das sind so ähnliche Messer. Hier ist es natürlich sogar noch schwieriger, weil es hier noch schmaler wird. Ja? Was man in dem Fall machen kann, ist, dass man die Filetklemme dann hier montiert, beziehungsweise nur bis hierhin geht. Entscheidend ist Folgendes, ist der Überstand hier vorne. Ja, an der Stelle, das Messer ist jetzt relativ fest, das ist kein Problem. Könnte man so schleifen, ohne Probleme. Wenn ich jetzt natürlich ein Messer habe, das feiner ist und eher sich durchbiegt, ja, dann beim Schleifen Folgendes machen. Wir drehen uns mal so, wenn das Messer, wenn das jetzt so ist, da würde ich beim Schleifen einfach hier einen Finger drunter halten und ja, wie so einen kleinen Support, also eine kleine Unterstützung geben, damit es nicht abknickt. Also gerade bei Filetmessern, die ja auch nicht nur von der Höhe her fein sind, sondern zusätzlich auch noch sehr dünn sind,
damit sie sich halt auch biegen können, da einfach mit dem Finger drunter halten und ein bisschen unterstützend eingreifen. Gut, fassen wir kurz zusammen. Standardklemmen, kurzes Messer mit Überstand 6, Überstand 10 mm eingespannt, 16 mm, 6 mm eingespannt, da hatten wir 17,4, 13, noch was und 11 dann mit Filetklemmen. So, als nächstes hier ein Messer, so ein standard kleines Messer, Klingenlänge 11 cm, Klingenhöhe 2 cm. Wir haben jetzt hier wieder einen Überstand von 11 mm. 11 mm passt. Was mir gerade auffällt, was man machen könnte, ist hier vorne an dieser Stelle ein bisschen zu lockern. Ah ne, hier bleibt es, hier zu lockern. Hier. Und ein bisschen rüber ziehen. Das hat den Vorteil, dass wo es anfängt, hier die Rundung zu machen, da komme ich hier näher an meine Kante hier vorne. Und jetzt habe ich das ein bisschen weiter rüber geschoben. Das heißt, hier bin ich wirklich parallel und erst hinter der Klemme, hinter diesem Punkt, geht die Rundung rein. Und somit sollten wir einen guten Winkel hinbekommen. Wie man es testen kann, also man muss ja nicht unbedingt die ganze Zeit schleifen und schauen, ob man hier sich die Kanten wegschleift, sondern einfach parallel führen. Und wenn ich merke, wie an der Stelle, komme ich an, also ein bisschen stumpfer gehen. So, das passt. Und wir sehen, wir kommen, ja, 14,8, nee, sagen wir mal 15. Das heißt, wir sind nur einen Ticken rausgekommen mit dem Messer und schon unser Minimum 15. Und unser Maximum 29, 30, also 30 Grad, ja, Holzspalten, ja. Mehr kann man mit dem Messer in 30 Grad pro Seite nicht anstellen. So, nächstes Messer. Das Messer ist so ähnlich. Das Besondere an diesem Messer ist folgendes. Ich habe hier oben meine knapp 17 mm, aber hier wird es wird immer spitzer. Und an der Stelle zum Beispiel habe ich schon gerade mal 8 mm. Also ich habe knapp 10 mm von hier bis hierhin, die ich verliere an Höhe. Und schauen wir mal, wie wir das eingespannt bekommen und welchen Winkel wir damit hinbekommen. Also, was ich jetzt gemacht habe, ich habe die so weit wie möglich nah zusammengeführt und schaue, dass ich hier wieder, also so ein kleiner Zollstock ist praktisch, dass ich hier meine 10 mm habe, die rausstehen. So, das ist meine Hauptklemme, die das Messer hält, hier vorne. Wir haben hier, ich messe mal kurz nach, die Klemme hat knapp 7 mm, wo das Messer gehalten wird. Und an der Stelle, das ist meine, ja, Unterstützerklemme, hier habe ich knapp 4 mm und da habe ich knapp 2 mm. Ja, das bedeutet, hier wird das Messer hauptsächlich gehalten. Das Messer ist immer noch fix, ja, also passiert nichts. Das ist das ganze Gerät. Was ich achten müsste, also bei dem hier ist kein Problem, weil ich ja auch keine Kraft hier habe beim Wechseln. Ja? Beim K03, da würde ich schon schauen, dass ich dann halt nicht am Griff wechsle, sondern vielleicht so das wechsle, ja, wenn ich die Klemmen nehme. Aber hier beim Kadett überhaupt kein Problem. Und wir schauen jetzt mal, was wir hinbekommen, ja. Auch hier wieder einstellen, 17 Grad, ja. Das gleiche eigentlich wie bei diesem gelben Messer. Und das ist das Entscheidende, ja. Das Entscheidende ist, wie schmal ich das hinbekomme. Und das können wir uns als Merksatz merken. Wenn ich 10 mm Überstand habe, 10 mm Überstand, dann bekomme ich minimal 17 Grad hin. Wir nehmen jetzt das nächste und machen mal 15 mm Überstand. Und 20 mm Überstand, damit ihr dann mitbekommt, was, oder damit ihr euch merken könnt, was der minimale Überstand ist. Nehmen wir mal das Messer und spannen das mal so ein, dass wir 15 mm Überstand haben. Ich lasse jetzt mal die Klemmen so. Natürlich würde ich die dann weiter drehen, aber jetzt in dem Fall ist für mich nur der Überstand entscheidend. Was bekommen wir hin? Ja, also 5 mm in der Entfernung weiter raus, wir gewinnen 5 Grad, ne? Von 17 auf 12, genau, 5 Grad haben wir gewonnen, nur weil wir 5 mm rausgekommen sind. Also,
Gehen wir nochmal 5 mm raus. Das heißt, auf 20 mm nehmen wir direkt das Sandoku-Messer. Ich werde oft nach Sandoku-Messern gefragt. Damit können wir jetzt die restlichen Tests machen. 20 mm. Also wenn ich rein nur schleife, da benutze ich keinen Zollstock. Ja? Da ist alles Augenmaß. Aber jetzt nur aus rein wissenschaftlichen Zwecken machen wir es mal so. Das ist das Minimum des Geräts schon, unabhängig vom Messer. Nochmal, ja, kleine Abweichung gibt es immer. Und 0, warum die Abweichung? Weil wir ja den Winkel hier ändern, weil wir rausgehen. Deswegen, ob es dann nochmal Nullen. Also bei jedem Messer bitte immer Nullen, das ist wichtig. Die Richtung, zack. 9 Grad. Ja, man könnte es so ein bisschen flacher noch hinbekommen. 9 Grad bekommen wir hin. Und das ist das Minimum des Geräts. Naja, nicht ganz das Minimum. Ja, bei 20 mm 9 Grad. Natürlich kann ich das noch ein bisschen spitzer machen. Also wer spitzer als 9 Grad das haben möchte. Wenn ich jetzt einen Überstand habe von 35 mm. 9,8. Kurz überlegen. Da haben die 5 mm jetzt nicht mehr viel gebracht. Wir sind rausgegangen, also unser Winkel hat sich ja von so auf bei ein bisschen mehr geändert, aber das hat fast nichts gebracht. Messen wir nochmal nach. 9,8. Ja, dann ist es 9,8. Also ab 20 mm kaum Änderung und wir haben 9,8 Minimum und Maximum wird jetzt weniger als 30 sein. 26. Ja, warum 26? Weil ich ja diesen Winkel von hier, ja, extrem gesehen, wenn es ein kurzes Messer ist, auf hier vergrößert habe oder verlängert habe. Deswegen 26 und nicht 29. Ja, ich hoffe, das Video hilft dir weiter, wenn du schaust, ob der Kadett passt oder nicht. Wir machen das gleiche Video jetzt noch einmal mit dem K03 und auch mit dem Blitz. Kurze Info zum Kadett. Kadett oder Kadett Pro ist kein Unterschied. Da sind die Winkelextreme alle gleich, weil wir halt hier das alles, also die Abstände sind alle gleich. Es ist ja nur die Verstellung unterschiedlich. Schaut dir die anderen Winkel an, die ich jetzt machen werde, also das Folgevideo für den K03 oder für den Blitz, damit du dann am besten entscheiden kannst, welches Gerät für dich am besten passt. Bis zum nächsten Mal. Liken und abonnieren nicht vergessen. Du unterstützt diesen Kanal sehr gut. Oder sehr stark damit und ich freue mich darüber. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.